Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider, The Angel of Darkness. In der letzten Folge sind wir hier in diesem komischen Dingenskirchen angekommen. Im, Bio-Dings da. Wie heißt das nochmal? Wir schauen mal kurz nach. Abteilung für Meeresbiologie, genau. So was haben die hier. Ich habe ja schon angekündigt, dass die nicht ganz normal sind. Ja. Von daher... Lara fährt jetzt erstmal Fahrstuhl. Cool. Cool, cool, cool. So, das Ganze ist jetzt praktisch genau das gleiche, was auch auf der anderen Seite war, nur in trocken. Und wieso das hier so komisch ruckelt, weiß ich auch nicht. Aber in den Aufnahmen ruckelt es dann immer weniger. Das ist voll crazy. Okay. Wieso ist das hier so crazy? Egal. Ja. Das haben wir gut wieder eingestellt. Die Frage ist halt nur, was soll ich jetzt machen? Bringt das irgendwas? Habe ich irgendwas Wichtiges getan? Irgendwas, was Lara oder die Menschheit weiterbringt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann ich ja jetzt diesen komischen Hebel unter Wasser drücken. Das wäre vielleicht ganz gut. Wie das Ding einfach oben offen ist, voll lustig. Gut, dann hauen wir mal ab. Lara drückt den Knopf. Was würde eigentlich jetzt passieren, wenn ich wieder zurückgehen würde? Ich meine, es lädt ja immer. Cool. Ja, das kenne ich bereits, aber diese blöde Klappe ist offen. Cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Hopp. Ja, das war irgendwie klar, dass das nichts wird. Aber okay, dann gehen wir halt hier lang. Ist das besser? Ich bin nicht sicher. Bin ich schon die ganze Zeit hier hochgekommen? Ich glaube nicht. Oder? Was tut das? Ah... Da kommen da ein paar menschliche Reste raus. Toll. Das bringt's. Das können wir uns gleich angucken. Ich will erstmal darüber. Kann ich das wohl machen? Obwohl, nee, ich habe mich eh verklickt. Und Lara stirbt natürlich wieder. Kann sie nicht einmal dann ins Wasser springen, wenn ich es ihr sage, meine Güte. Wie ging das nochmal so, ne? Ja. Da hat man immer das Windows-Sound-Ding. Irgendwann wird das Spiel deshalb abstürzen. Den Kopfsprung fand ich super. Ach nee, dieses Spiel ist schon echt lustig. Es ist manchmal lustig, es ist manchmal... Ja, es macht einen manchmal wütend. Aber hey, er freut sich auch, dass wir wieder da sind. Dann ist doch alles super. Ich wette eigentlich, die Entwickler dachten, wollten den hier so als fiese Bestie... machen, ihr wisst schon, dass er einen frisst, aber das tut er nicht. Er ist nämlich viel zu nett dafür. Ja, ja. Oh, jetzt kann ich hier sogar den Hebel betätigen. Hätte ich mir das nicht eigentlich, also kann ich mir die Fütterungssache nicht theoretisch jetzt sogar sparen? Weil direkt darunter dieses komische Gewölbe der Trophäen ist und wir den eigentlich nur ablenken sollten. Och, Dude. Okay, wir machen das einfach mal der Vollständigkeit halber. Sonst ist das ja schon irgendwie Cheaten, oder? Bin mir auch echt nicht sicher. Vielleicht kriege ich noch irgendwas auf dem Weg hierhin. Who knows? Aber ich glaube, eigentlich könnte ich da jetzt direkt runterschwimmen. Und dann hätte sich die Sache. Ich finde das immer noch lustig, wie sie sprintet. Okay, gut. Was erwartet uns jetzt Spannendes oben? Auch Lara, es ist doch nicht in Ordnung. Wieso tust du das? So, und jetzt gehst du einfach nur da weg. Hier kann ich irgendwas machen. Ja. Interessant. Ich weiß genau, was ihr meint. Ah, das ist eine Kamera. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ich möchte hier wieder raus. Ah, okay. Dieses Spiel versetzt einen immer gleich in Panik. Aber dass ich hier hin sollte, habe ich mir schon fast gedacht. Was das Ding da aber bringt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ah, da kann ich rüberklettern. Cool. Ziemlich weiter Sprung. Das schaffe ich noch nicht. Dein Ernst? Ich probiere es aus. Ach so, ich erinnere mich, was man hier machen musste. Okay. Ich erinnere mich. Ich frage mich nur, was das für einen Sinn hat, wenn ich da jetzt schon runterkomme. Ja, das wird knapp. Ich glaube, das schafft sie echt nicht. Naja, dann stürzt sie halt ab. Es ist halt irgendwie Berufsrisiko. Sag ich ja. So. Okay. Dann machen wir es jetzt so, wie wir es machen sollen. Erstmal müssen wir jetzt hier runter. Und hier hoch. Lara, geh mal bitte an die Kante. Och, mon Dieu, Lara. Hör auf damit. Jetzt gerade habe ich voll Bock, Tomb Raider 4 zu spielen. Das Spiel mochte ich nämlich irgendwie. Und danach habe ich Bock, Tomb Raider 5 zu spielen. Aber das habe ich nur auf Englisch. Das ist voll blöd. Ich muss mir das mal auf Deutsch besorgen. Gibt's bestimmt auf eBay oder so. Denn irgendwann werde ich bestimmt diese ganzen alten Tomb Raider Teile auch mal Let's Playen. Zum Beispiel den hier. Und die ganzen anderen, die halt auch Spaß machen. Tomb Raider 1 habe ich sogar noch irgendwo. Das habe ich irgendwo sogar noch rumliegen, aber ich glaube, das ist auch auf Englisch. Und dann habe ich noch so eine komische Sat1-Version oder so, aber die ist irgendwie kacke. Von daher, naja. So, jetzt machen wir das, was wir machen sollen. Und ihr dürft euch das jetzt angucken. Okay. Können wir hier... Sag bloß. Krass, wie automatisch das ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mich daran auch gar nicht mehr erinnert. So, das ist Deutsch. Die Aufnahmen laufen noch. Ja, super. Da bin ich immer so ein bisschen paranoid. Das ist nämlich, glaube ich, echt scheiße, wenn du so hier, keine Ahnung, 2 Stunden sitzt und dann so siehst, die Aufnahme lief nicht. Das heißt, du hast ja praktisch alles umsonst gemacht. So. Jetzt machen wir das da. Perfekt. So, jetzt können wir den ganzen Schwachsinn auch wieder zurückziehen. Sollte sie nicht eigentlich jetzt sagen... Stärker. Genau. Ich wollte gerade sagen. Gut. So weit, so gut. Erstmal speichern. Ich mache das nicht nochmal. So, Lara. Well done. Manchmal vermisse ich England so ein bisschen, da war ich ja vor einer gewissen Zeit und das war einfach so cool da. Vor allem die Chips waren da immer so lecker. Und Chips sind nun mal einfach das Geilste, was man haben kann. Da kann man mir sagen, was man will. Wie kriege ich diese Kacke jetzt runter? Wahrscheinlich von dieser Plattform, die da hinten abgerissen ist. Toll. Ja, in der Tat. Och, nö. Chips sind auf jeden Fall echt mega geil und jeder, der sie hasst, sollte sich hart schämen. Hart schämen. Okay. So. Okay, jetzt werde ich ja auch noch angerufen. Ich setze hier mal eben Cut und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Meine Güte, wieso tut man mir das an und ruft mich an? Ich kann Anrufe nicht leiden und jetzt bin ich total außer Puste, weil ich schon wieder irgendwie, keine Ahnung, von da ganz hinten wieder hierher gesprintet bin. Nicht mit Lara, sondern selbst. Okay. So. Man ist dann auch immer aus dem Konzept. Deshalb nehme ich lieber nachts auf. Da pennen alle Leute und gehen mir nicht auf die Nerven. So. Hier sollte ich ja jetzt theoretisch noch hochkommen. Und wenn ich jetzt gleich nochmal unterbrochen werde, dann kriege ich einen Anfall. So. Das ist auch echt lustig. Wir könnten uns den ganzen Kram hier sparen. Laufen die Aufnahmen? Ja, super. Sonst hätte ich jetzt auch schon wieder den nächsten Anfall gekriegt. So. Okay. Lara, du bist doch jetzt stärker. Dann sollst du das doch locker hinbekommen. Coole Sache. Ja, aber das wird halt auch ein bisschen eng wegen den Ecken und so. Da verliert sie dann halt so viel Kraft. Boah, das wird echt richtig knapp. Aber es hat funktioniert. Cool. Wie es auch von alleine fährt, okay. Erstmal direkt speichern. Da muss ich hin. Der hat eine Waffe, okay. Zum Glück. Wenn sie jetzt wieder keine ausgerüstet hätte, dann wäre ich echt sauer. Was zum Teufel? Soll ich hier irgendwas machen? Oder ist sie einfach nochmal das gleiche wie vorhin auch? Hi! Lustig, dass du noch lebst. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ah. Das ist cool. Es ist doch nicht in Ordnung. Ich werde jetzt schon wieder angerufen. Das ist jetzt auch der letzte Cut. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hasse Menschen. So. Weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wofür wir hier sind, was wir hier machen sollen, was wir hier machen können. Ich habe keine Ahnung. Lara kann hier einen Schrank durchwühlen. Deshalb ist sie hier. Ah, ist da was drin? Ah, ja, das nehme ich mal mit. Okay. Okay, wenigstens ein Magazin. Ach, das ist doch echt nicht okay. Wieso tut man mir das an? Und ruft mich zweimal hintereinander an. Zweimal. Vor allem, ich bin ja beim ersten Mal dran gegangen und jetzt schon wieder. Wenn mich jetzt nochmal jemand anruft, dann werde ich aber sauer. Dann kriegen die das letzte vom ersten zu hören und so weiter. Okay. Jetzt möchte ich keine Störungen mehr. Ich habe nämlich viel zu tun. Und zwar dieses Spiel zu spielen. Es erfordert meine komplette Aufmerksamkeit. Das Traurige ist halt echt, wie wir uns das Ganze hätten sparen können. Aber okay. Ich kann übrigens jetzt auch nicht mehr genau ausmachen, wie lang die Folge jetzt sein wird. Sorry. Aber hey. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Lara, hör auf damit. Hör auf damit. Geh einfach da hoch. Heul nicht rum. Okay, wir müssen noch die 2 öffnen. Mist. Ah, okay, das Ding ist jetzt auch offen. Dann schwimmen wir da einfach mal rein. Jetzt bin ich nicht sicher, was genau die 2 geöffnet hat. Lara zieht sich erstmal um. Stylisch, Lara. Hast du mal wieder super hinbekommen. Ist ja nicht so, dass du diesen Hebel hättest doch einfach ziehen können. Nein, nein. Das ist Madame Croft zu viel. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was den Mitarbeitern von Dingenskirchen da jetzt so schwer vorkam. Ich meine, dieses Ding kann man ja einfach ablenken. Lara kommt da ja auch einfach so easygoing rein. Naja, okay, wir gehen jetzt erst einmal kurz nach oben. Wie das Vieh auch einfach sich da spiegelt, voll cool. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail oder so. Schade, dass es uns jetzt nicht mehr angreift, also dass es nicht mehr mit uns spielen möchte. Das fand ich irgendwie schön. So. Das Gewölbe der Trophäen. Cool. Okay, erstmal direkt speichern und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ach, scheiß doch die Wand an. Bin mir gar nicht sicher, wo ich lang musste. Ich glaube, hier musste ich sogar komplett durch, oder? Naja. Okay. Das geht auch. Ich frage mich, wieso die das ganze Wasser nicht einfach rauspumpen. Die haben doch genug Geld. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Keine Sorge. Geile Sache. Hier kommen wir einfach nice durch. So, hier. Nein. Okay, hier kommt man da hoch. Cool, cool, cool. Kann man hier noch irgendwas machen? Ich weiß auch nicht mehr, von wo ich kam. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd. Ah, von da kam ich. Okay, dann schwimmen wir mal hier lang. Ich glaube, das ist richtig. Oder auch nicht. Oder doch? Nee. Das ist falsch. Wir kamen von da hinten. Okay, erstmal wieder Luft tanken. So. Okay, wir kamen von da. Dann schwimmen wir dieses Mal in diese Richtung. Da müssen wir sogar nach unten schwimmen. Ich erinnere mich. So, so weit, so gut. Irgendwo hier konnte man noch so ein Ding finden, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, Lara wird sterben. Weil ich dieses Ding niemals finden werde. Kacke. Ist hier irgendwo ein Luftloch? Irgendwo? Da ist auf jeden Fall... Okay, ja doch, da war eins. Lara, du sollst dich beeilen. Obwohl, du stirbst doch so gerne. Komm schon! Puh! Sollen wir doch mal zurückschwimmen und das Ding suchen, was ich meinte? Ich glaube, das ist dafür nämlich ganz gut. Und wo kam ich überhaupt? Das muss ich auch erstmal wieder herausfinden. Von da. War das bei dem Rätsel nicht so total stumpf, dass man einfach nur jede zweite dingsen musste? Hier war's. Lara, möchtest du vielleicht da hochgehen? Ne, sie will einfach nicht. Och, Kind. Nein, geh da verdammt nochmal hoch. Boah, schwere Geburt. Ich glaube, bei diesen Viechern da musste man einfach nur jedes zweite ziehen. Kann das sein? So, hier haben wir jetzt so ein komisches Luftgerät gefunden, glaube ich. Ich glaube, das war's. Wenn nicht, dann auch schön. Vor allem immer noch diese Schuhdinger. Obwohl sie keine Schuhe anhat. Auch lustig. Also dieser Schuhsound. So. Okay. Gut, ich würde sagen, wir setzen hier jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.